Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Trainsim World 4. Ein Teil des Winter-Updates ist da und das schauen wir uns heute mal an. Denn bei der West Somerset Railway ist einiges neu gemacht worden. Also die Strecke ist komplett überarbeitet worden. Einige Lokomotiven haben Sound-Updates und Bugfixes etc. bekommen. Und wie wir jetzt hier schon sehen, es gibt jetzt neu die Steam Gala als neuen Fahrplan, wo wir entsprechend mit unseren Dampfloks rumfahren können und natürlich auch mit der Diesel-Lok. Und mit der 150 ist ein bisschen ein Shuttle-Service, das ist komplett neu. Es gibt bei der Diesel-Gala 2017 wesentlich mehr Rollmaterial. Die KI tut jetzt aktiv rumrangieren und macht Sondermanöver etc. Und ich dachte, wir werden erstmal zu Fuß in die Diesel-Gala hier reingehen, suchen uns einen netten Bahnhof aus, wo wir starten und werden nochmal den Changelog so ein bisschen durchgehen und dann fahren wir mal eine kleine Runde, wie die Karte denn jetzt aussieht. Okay, ich würde sagen, wir machen zu Fuß und starten in Nordfriesbaden nicht. Da ist übrigens die Strecke ein bisschen erweitert worden, damit die so ein bisschen Teil der Hauptstrecke ist für KI-Verkehr. Sieht man dann HSDs und Co., die da rumfahren. Wir starten in Minehead um 10 Uhr, denn der Bahnhof ist komplett überarbeitet worden. Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe mir noch die andere Seite der Strecke mal auch kurz angesehen. Und dann mal gucken. Ist schon passiert? Holy shit. Oh, ein bisschen was los hier, ha? Eine Freightliner haben wir hier. Der ist gerade am Abdampfen hier. Oder? Ich glaube, der macht Rangiermanöver. Hätte ich jetzt mal gesagt. Du in Gelb bist auch da. Network Rail. Ja, wobei die Lackierungen, die könnten jetzt vom Creators Club kommen. 45 steht auch da. Alles klar. Bahnhof sieht eigentlich ganz schön aus. Ich habe jetzt leider nicht mehr so einen Side-by-Side-Vergleich. Es ist nicht schön. Ich meine, schlecht aussehen tut es jetzt nicht. Ja, sogar wenn man hier mal ein bisschen... Wieso konnte ich da nicht vorbeigehen? Wie dumm. Sogar die Nebensachen schauen gar nicht mal so doof aus. Boah, die Dieseldinger sind halt schon ein bisschen laut, ne? Typisch Dieselgala. Aha. Die Gleise sind auch mitunter neu gemacht worden. Die Terrains sind angepasst worden. Die Wassertürme und Kohlebeladungen funktionieren jetzt alle. Ist das hier neu? Containerlandschaft? So, was ist denn mit dem Kollegen da vorne? Hält der jetzt an? Und kommt wieder retour? Ich würde uns ja dann mal hier einen Service aussuchen. Jetzt ist nur die Frage, was für einen Service nehmen wir und wo fährt der jetzt dann gleich rein? Weil ich will jetzt nicht auf das Gleis raufgehen, wo der am Reinrangieren ist. Man könnte sich auch sowas hier wegnehmen. Okay. Kollege? Er kommt schon wieder. Oh, warte mal. Stellwerk. Haben sie da was angepasst? Servus. Nee, kann man natürlich nicht rein. Ja, von der Seite auch nicht. Das wäre natürlich auch nur geil gewesen. Moin sehen. Müssen vor dem raus. Okay, der fährt auf dem Bahnsteig. Dann würde ich sagen, holen wir uns doch mal eine der Loks, die ein Update bekommen hat. Ich würde fast dazu tendieren, jetzt muss man kurz schauen im Changelog. 47, 09 und 33 und 52 haben ein Update bekommen. Wollen wir mit der 47 fahren? Jetzt zuerst nur, könnte eine, ist das eine 20er da vorne?
Ja. Okay, der hat seinen Spaß. Also, wir sparen mal was. 74. Ich würde sagen, wir gehen auf Green. Was machen wir denn? 5 Wagen. MK1B. Ich würde sagen, 5 Wagen. MK1B beladen. Erscheinen lassen. Am besten vielleicht hinterm Signal. Das ist auch eine geile Lackierung da. So. Einmal so. Nee. Das war immer noch unscharf hier. Jedenfalls, das ist eine der Loks. Jetzt schon Alarm hat, obwohl ich noch nicht mal eingestiegen bin. Bestimmt für einen Sitz. Die hat Sand-Update, neues Horn etc. Die Wagen sind auch angepasst worden. Dass die Regeneffekte zum Beispiel hier sauber aussehen, Nebel etc. Aber wir gehen dann gleich mal den ganzen Changelog durch. Wir gehen jetzt mal hier rein. So, Dankeschön. Beziehungsweise machen hier mal Spaßsysteme an. Ja, war das jetzt. Södele. Einmal vorwärts. Headlight. Mach mal an. Hast du irgendwas vergessen? Wann bist du? Jo. Okay. Türen aufmachen. Steigt jemand ein? Vermutlich nicht. Gut. Wir brauchen einen Fahrplan für unseren Zug hier. Oh, das Setzen. Wo fahren wir denn erstmal hin? Da steht auch ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ist der da am Rumrangieren oder nicht? Wir könnten. Wollen wir da reinfahren? Ich glaube, hier anhalten ist ein bisschen doof. Schaut es denn hier aus? Wir könnten mal bis hier hin fahren. Bestätigen. Lässt du mich schon rausfahren? Nee, natürlich nicht. Vielleicht mal kurz die Route kontrollieren. Kommt denn was rein? Sieht nicht so aus. Da fahren wir unten vorbei. Da passt's auch. Ach doch, Ausfahrt. Geht doch. So, vorwärts sind wir. Gut. Den würde ich sagen, sind wir ready to go. Beziehungsweise Türen zumachen wäre natürlich noch hitverdächtig. Warum bist du noch auf Rot? Ah, jetzt nicht mehr. Okay, tun wir mal das Horn ausprobieren. Oh, wie das jetzt nachgeht. Okay. Ich meine, alles kostenlos hier. Jetzt sind zugetraut, dass das eine neue Version wird, die dann wieder, keine Ahnung, 15, 20 Euro kostet. Aber nein, das ist kostenlos. Und ein Consist Editor kommt auch noch mit dazu im zweiten Teil des Updates. Das ist Stand von dem Video noch nicht draußen. Da kann man sich endlich hier eigene Zugverbände zusammenstellen, die man dann hier im freien Modus oder im Szenarioplaner nutzen kann. Ich meine, so jetzt im Freimodus muss man halt unterschiedliche Sachen sparen von dem, was man halt haben will, also gerade wagentechnisch. Und halt zusammenratschieren. Hat auch seinen Spaß. Aber wenn man das dann schon irgendwie fertig hat mit seinem Lieblingsverband, ist das natürlich was Schönes. Södele. Ciao, Kollegen. Wieso bist du eigentlich noch auf Warnung? Eigentlich alles zu dir.
Und der größte Nachteil von dieser Strecke ist, es ist halt einfach alles ein bisschen langsam. Flora, Fauna, auch überarbeitet. Sonne ist ein bisschen grell. Vielleicht nicht gerade das Idealste vom zeitlichen her, was ich eingestellt habe. So, gehen wir mal Gas. Okay, dann werde ich mal nebenbei den Changelog so ein bisschen vorlesen, also zumindest Teile davon. Also die DSW4-Beleuchtung und dynamisches Wetter hat es jetzt hier auf der West Somerset Railway. Gibt es Szenerie-Updates, einschließlich Minehead Town, Watchtower und der Werft bei Bishop Lightyard haben sie aktualisiert. Es gibt jetzt volumetrischen Nebel. Und es gibt jetzt diese verketteten Wege im Szenarioplaner. Also für alle, die da unterwegs sind. Interessanter. Dann eben Audioverbesserung für die Klasse 47, 09, 33 und 52. Das ist aber nicht nur für die Strecke, sondern generell für die Loks, wo sie halt überall eingesetzt worden sind. Streckenerweiterung in Norton Fitzwarren für den Teil der Bristol Exeter Mainline für den KI-Verkehr, damit es ein bisschen realistischer aussieht. Dann eben Kohlebeladung, funktionierende Wassertürme und die KI pfeift bei den Pfeiftafeln. Dass das nicht von Anfang an drin war, aber okay. Und eben der neue Fahrplan für die Dampfloks, basiert auf dem realen Fahrplan, den sie damals gehabt haben. Und was haben wir sonst noch? Dampfsurvey Shuttles, Winter Special, Bahntouren für Spieler mit relevanten Add-ons. Ja, das ist ein bisschen der Nachteil von dem ganzen Remastered hier. Ihr braucht ziemlich viele Add-ons, damit es hier Full Swing geht. Also einerseits von den Loks natürlich, diverse Strecken, wo die Loks enthalten sind. Aber ich denke mal, die meisten haben schon eine recht gute Sammlung diesbezüglich. So, da kommt es dann irgendwann 5 Meilen pro Stunde. Da vorne. Also ich will nicht so langsam fahren. Ja, wir können ja mal ein bisschen abbremsen. Ich meine, ausziehen tut's ja wirklich nicht schlecht. Habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. Berlin alleine. Ja. Wobei, da habe ich bei uns im Discord noch Infos drin. Da könnte es sein, dass da vielleicht eine Streckenerweiterung kommt. Gleise gehen zumindest recht weit. Mal sehen. So, komm mal. Ein bisschen mehr Schmackes. Ich glaube, ich will hier nicht so langsam fahren. Also, schauen wir mal. Vollständiger Changelog von der West Somerset Railway. Wenn wir das mal übersetzen lassen. Jetzt wird dann nur auf Englisch. Dann vollständiger Umbau vom Gebiet um Minehead und Lightyard. Dann der neue Fahrplan. Schichten für die Flying Scotsman. 8F und 4F Lokomotiven. Habe ich irgendwas vergessen? Ah ja, Tunnel- und Brückengeräusche sind jetzt anders. Mehr Schmackes bitte. Es wurden neue Blätter und Landschaften auf der anderen Seite der Route hinzugefügt. Jedes Sammelstück wird beim Abholen einen einzigartigen Sound abspielen. Also für alle, die da die ganzen Sachen collecten oder Dinger, Plakate anbringen, habt ihr jetzt die Abwechslung mit dem Sound. ja. Wasserdetails angepasst. Gelände habe ich ja schon gesagt. Da haben wir das jetzt mit 5. Ich fahre hier keine 5. Autos stehen jetzt hier schon. Das ist jetzt interessant. Ach so, weil hinter der Führer stand. Finde ich jetzt spannend, dass da der Alarm die ganze Zeit abgeht. Ist das neu, das eine Gleis hier?
So sieht es aus. Wir können weiterfahren. Ah, ich mag die Pfeife irgendwie. Die ist sympathisch. Du Schmackes. Ah, noch ein Auto. Hab ich schon gefragt. Okay. Was ist denn noch neu? Passagiere sollten jetzt die TSW-4-Kleidung haben. Es wurde ein Problem behoben, dass beim Regen, dass der Regen durch das Stationsdach in Minehead gefallen ist. Kleines Detail, aber trotzdem gefixt. Dann Class 09. TSW-4 Regeneffekte bei den Fenstern zugefügt. Das KI-Horn geht jetzt. Das Horn ist jetzt nicht mehr abgeschnitten, das war es vorher. Dann neues Soundmodell hinzugefügt, dann Soundupdate hier innen im Führerstand ist bei allen Lokomotiven angepasst worden, die jetzt hier in dem Update mit dabei sind. Und es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler bei der Einführung der Class 9 falsch leicht? Okay. Also bei irgendeinem Tutorial. Bugfix. So, dann schaue ich mal kurz bei der Class 33. Ist so ziemlich neu. Also ist genau das gleiche. Da haben sie auch Sound-Updates gemacht. Sound innen drin ist neu. Bei der 52 ebenfalls. Optimiert die Empfindlichkeit des Hornschadens, damit es sich reaktionsfähiger anfühlt. Das ist bei denen auch neu. Und bei der 47, in der wir jetzt gerade sitzen, ist es eigentlich auch das gleiche. Optimiert die Empfindlichkeit von dem hier. Okay. Also mit der Empfindlichkeit habe ich bis jetzt noch nie ein Problem gehabt. Aber okay. Und die MK1-Wagen haben ein paar... Ah, Spieler können jetzt die Gangway-Türen öffnen und schließen. Okay. Und die Wagen sind jetzt bei KI-Zügen standardmäßig beleuchtet. Und feste Passagiere, die beim B- und Entladen auf die Strecke fallen. Aha. Ah, ja, doch. Ich weiß, was damit gemeint ist. Das waren ja die, was dann teilweise hier unter dem Wagen drin waren. Hat man ab und zu mal gesehen. Ah, wir sind zu schnell. Hau mal rein die Bremse. Ja, also sieht schön aus. Ist alles für free? Ganz ohne Haken? Wenn jetzt natürlich Laughter Games, beziehungsweise, okay, Laughter Games wird es nicht machen, aber wenn jetzt noch Rivet Games seine Strecken aktualisieren würde, also vor allem die Berliner Linie, dann wäre ich ganz happy. Oh, 4,6 Meilen hat es noch. Ah, ich glaube, wir kriegen schlechtes Wetter. Ein dynamisches Wetter ist an. Das finde ich aber gar nicht mal so schlecht, weil dann sehen wir hier die Regeneffekte. Und Halt erwarten. Oder, nee, Moment, das ist Achtung. Unten ist freie Fahrt, das ist vermutlich wegen die 15. So. Ja, da kommt der Regen. Oder Schnee. Das sieht eher wie Schneeflocken aus. Ja. Leichter Schneefall. Hat man das Jahr eh viel zu wenig. Leider. So. Scheinbücher.
Diese Wagen sehen nach wie vor gruselig aus. Ja, das hätten sie ein bisschen schöner machen können. Naja. Ich glaube, ich gehe da mal in den hinteren Führerstand rein und schau mal, ob ich diesen Alarm ausmachen kann. Den will ich nämlich ungern die ganze Zeit drin haben, wenn ich in die Außenkamera da hinten reingehe. Moin sehen! Ich glaube, ich hätte eigentlich auf die linke Seite fahren sollen. So. Ja, die linke Seite wäre es gewesen. Dünn auf. Ach scheiße, jetzt habe ich beide aufgemacht. Und jetzt, ja. Beide verriegeln bitte. Rechts entriegeln, dankeschön. So, wir steigen jetzt mal aus. Ah, der Alarm. Reicht das, dass ich mich einmal hingesetzt habe? Wo ist denn dieser blöde Alarm? Kann man das? Nein, das ist das Notbremsventil. Ja, hoffen wir mal, dass er jetzt ausbleibt. Gehen wir hier wieder raus. Ja, sind ja Leute hier drin. Aber noch keine, die einsteigen. Gut. Erstmal weg hier. So. Beide verriegeln, dankeschön. Na komm. Geht doch. Bis zu wie ich mag es. Jetzt wird schön weiß hier. So, Kollege. Weil ich glaube, es wirklich brauchen, tut man hier eigentlich nicht. Lass mal den mal auf Parken. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen Gas geben. Hört sich gut an. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ah, vor allem wieder das Pfeifen noch mit dazu kommt. Sehr nice. So, ein bisschen Schnee hier oben. Also es sieht halt schon nicht schlecht aus, ne? So gewisse Dinge macht Train Sim World halt doch gut. Auch wenn es auch Punkte gibt, wo ich mich gerne aufregen könnte. Aber das ist jetzt tatsächlich mal nicht so schlecht. Sag ich selten. Oh, machen wir doch mal wieder hin. 3,5 Meilen haben wir noch. Ist jetzt schon noch ganz cool, dass man die KI jetzt auch beim Rangieren ein bisschen beobachten kann.
oder auch mitfahren kann, je nachdem. Fügt natürlich den Realismus was Tolles hinzu. Wenn das jetzt noch bei allen Strecken so wäre, ja, das wäre nett. Wie schnell es duster wird, wenn hier mal alles dicht ist. Du, Herr Schmagges. Eigentlich wäre es auch ganz witzig, die in Doppeltraktion zu fahren. Beziehungsweise, wir haben ja noch die Class 52, den Doppelmotoren. Wir könnten uns auch da mal kurz angucken, wie die sich so anhört. Aber weißt du was, das machen wir jetzt einfach mal. Fahrplan ist ja jetzt eh egal. Wir bleiben jetzt mal hier mal stehen. So, machen, warte mal, Richtungswende machen wir aus, Zündschlüssel aus, das da machen wir aus, isoliert, so, Bremse neutral aus, jetzt sollen wir gleich mal ein kleines Experiment machen, mal schauen, ob das geht, Tür zumachen, was haben wir hier vorne? Ich habe gar keinen Stern drauf, wegen der Kupplungsart. Die englischen Loks haben nämlich vorne so einen Stern drauf. Also nicht nur einen Stern, aber Symbole drauf. Da wird man schauen, ob man sich kuppeln kann. 52. 5, 2. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal Blue. Die gern Solo. Wieso? Lass mich raten, weil Hauptstrecke. Und die Spieler dann sagt, nee, mach das nicht, weil hier sollen Züge fahren. Warte mal, geht das jetzt überhaupt nicht? Müssen wir kurz ausprobieren. So, naja. Nehmen wir mal ganz kurz die Flying Scotsman. Geht jetzt hier generell nicht. Okay. Dann machen wir halt kein Experiment. Ja, wobei, am nächsten Bahnhof könnten wir das eigentlich machen. Hallo? Dankeschön. Das wäre es jetzt noch gewesen. Lass ich ABS. Nee, nee. Wenn, dann schalten wir hier wieder alles ein. Spaß ist die Mähe. Gut, was vergessen? Nö. Das könnte jetzt einen Moment dauern. wir sind da in der Steigung drin. So. Geht doch. Oh, gib mal Schmackes. Ich will jetzt ungern rückwärts fahren. Tun wir sie mal ein bisschen ärgern. Ey, man nur so zum Spaß. Aha.
Okay, eine Sache muss ich jetzt noch schnell machen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. So, ein bisschen ein kleiner Screenshot her. Speichern. Weiter geht's. Ah, das Pfeifen vom Turbo ist cool. Diesel-Lok fahren, das macht halt schon auch Spaß. Um 1,4 Meilen bis eine 10er Beschränkung. Wenn das ein Bahnhof ist, probiere ich es da gleich nochmal. Beziehungsweise will ich dann gleich schon mal auf die richtige Seite kommen. Da gibt es nur eine Seite. Wollen wir da auf die Seite reinfahren? Ich glaube, das möchte ich. Machen wir da mal schnell einen kleinen Lookwechsel hier drin. Perfekto. Jetzt einfach nicht hingleisen. Du, moin, Kollege. Na, alles klar. Warte mal, hatten wir hier nicht mal das eine Szenario mit dem Kohlezug von hier aus? Ich meinte ja, ne? So, Rangiersignal ist hier zu. Oh, bremsen. Okay, dann werde ich mal zu unserem Fahrplan entfernen. Bestätigen. Und dann Route setzen. Nach da, bitte. Und da ist das Spiel gecrashed. Das war, glaube ich, nicht so cool. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, einen Crash später bin ich wieder da. Und ich suche mal jetzt einen anderen Bahnhof aus. Und zwar Bishop's Light Yard. Ich habe es richtig ausgesprochen. Und wenn ich das jetzt richtig eingestellt habe mit 10 Uhr, dann sollte da gleich ein Rangiermanöver starten, wenn wir da reinkommen. Und eine 52 sollte dastehen. Was natürlich für mein Vorhaben ganz gut wäre. Da steht es ja auch schon. Das ist sehr gut. Und da unten. Ja, man hört schon, wie sie losfährt. Also der Bahnhof ist auch komplett überarbeitet worden. Da ist zum Beispiel jetzt hier dieses Jet da. Ich meinte, das ist vorher nicht da gewesen. Die 47 fährt da jetzt hier raus. Der Wasserturm ist auch neu. Und wie gesagt, der ist benutzbar. Schauen wir uns gleich nochmal an, aber bevor wir uns das geben, will ich der KI beim Rangieren hier zugucken. Moin, Kollegen. Gleich im Doppelpack. Und der kuppelt jetzt mit dem Wagen da hinten. Virgin. Tja, von hier auch nicht mehr. Da muss er jetzt aber noch die Kupplung ändern.
Oh, er macht's. Aber ich meine, das war schon früher schon so. Details. Hier kann ich mit dem ja schnell mitfahren. Mach die Tür auf. Oh, schade. Aber das ist ganz schön laut, finde ich, dass es so langsam hier rumrangiert. Das hört sich so an, als wäre die da im Vollgas. Es ist noch nicht ganz sauber. Ach man, lass mich die Tür nicht aufmachen. Kann ich mich vielleicht hinten reinschmuggeln? Aha. Ich komme aber hier nicht rauf. Oh, schade. Ja, okay. Was soll's. Ich hole mir jetzt mal meine Lok. Oh, ich hoffe, die ist nicht die ganze Zeit so unterwegs. Definitiv, lang mal die Anpassung. Ah, das geht vermutlich ohne Lok nicht. Ja. Geht nicht. So. Ich werde da rein tun hier. Jetzt wird es aber langsam mühsam mit der Lok da. Ich würde mal vorschlagen, wir warten mal ganz kurz, bis die hier fertig ist. Ich glaube, ich mache für euch mal ganz kurz einen Cut. Okay, da werden wir wieder. Die Lok hat sich da hinten beruhigt. Södele. Oh, warte mal, dürfen wir da jetzt einen Kaltstart machen? Ich glaube, die ist tot. Lass mal hier reingehen. Oh, diese Ruhe. Ich glaube, ich habe bei der noch keinen Kaltstart gemacht. Das könnte jetzt spannend werden. Engine Start Isolation. Okay, wir setzen uns mal hier kurz hin. Machen den mal rein. Nur Motor. Und dann mal gucken. Motorstart B gelöst, Motorstart A. Engine Start, anderer Trennschalter ein, I guess. Motor 1. Nö. Muss darf ausbleiben? Dort tut sich schon mal nicht sehr viel. Normalerweise hat es doch irgendwo einen Batterietrennschalter. Ah, isoliert. Normal. Ich glaube, Treibstoffpumpe wäre dann schon noch ganz von Vorteil. Das war es aber auch nicht. Mal hier nochmal auf Off. Nö, da
davon ist die Lok nicht begeistert. Hat sie irgendwas mit Battery? Tut man Schalter gelöst? Nee. Signalhorn, da auch nicht. Nee. Kann natürlich sein, dass das im anderen Führerstand ist. Ja, okay. Wir schauen mal schnell in den anderen Führerstand rein. So, gibt es hier irgendwas zum Drücken? Oh, da. DSD. Lass mal aus. Aber da haben wir Battery Switch geöffnet. Geschlossen. Das können wir so lassen. Okay. Jetzt sollten wir Saft haben. So, mach die Tür wieder zu. Hallo? Tür? Hallo? Tür? Dann bleib halt offen. So, das gleiche nochmal. Das ist jetzt alles auf an. Mag mich immer noch nicht. Nee, jetzt nur mal zum Testen. Is not amused. Ja, machen wir das vielleicht grundsätzlich vom anderen Führerstand aus. Und dann hier Engine Beast. Wir haben aber Saft. Wir haben eine zweite Stellung mit nur Motor. Auf Aus dürfte es hier eigentlich nicht sein. Nö, da passiert nichts. Okay, wir gehen in den anderen Führerstand rein. Alles wieder auf Normal. Okay, ich kann hier sogar auf dem Busch hier rumlaufen. So, da rein. Hier habe ich ja nichts. Ich mach's mal mit an. Wehtun soll's ja eigentlich nicht. Södele. Den Schlüssel rein. Holy Schmucks, da stehen ein Haufen Leute. Hintere Signalhorn braucht man nicht. So, jetzt machen wir das hier nochmal. Auf ein und nochmal. Motor starten. Ah. Okay. Motor Nummer 2. Na, Motor Nummer 2. Sich dazu umschalten für die? Nee. Okay. Warum will Motor Nummer 2 nicht starten? Interesting. Mag mich nicht. Schade. Oder muss ich Speed zuerst starten? Warte mal. Engine A, stop. Engine B, start. Würdest du jetzt wieder starten eigentlich? Nee, also wir brauchen die zwei Sachen hier schon. Also. Das gibt jetzt doch nicht. Ob das irgendwas mit der Synchronisierung zu tun hat, mit den zwei Motoren? Hm.
Bevor ich jetzt hier noch weiter rumexperimentiere, frage ich mal kurz Dr. Google und dann komme ich gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Handbuch hat eigentlich gemeint, ich habe das eigentlich soweit richtig gemacht, aber wollte trotzdem nicht starten. Ist vielleicht ein kleiner Bug, wer weiß. Ich habe jetzt erstmal komplett neu gespawnt. Da laufen jetzt alle beide Motoren. Und machen mit der jetzt mal hier einen kleinen Ausflug. Damit es dann hier soundtechnisch ist. So, ist sie gelöst. Sehr gut. So. Nee, nur Motor ist doof. Geht gern vorwärts. Okay. Bremse. Anlegen. Spitzenbeleuchtung ist ein und jetzt braucht man nur noch ein Fahrziel. Route setzen und wir fahren jetzt mal ans Ende der Strecke. Oh, da steht ein Zug. Ich würde sagen, wir fahren bis ungefähr hier hin. Ja, wobei, lass uns bis hier unten hinfahren. Ich will halt den neuen Teil der Strecke da sehen. Soweit wie es geht. Geil. Na. Lass mich raten, du hättest gern die Spaßsysteme mit an. Aber es ist Sodierung 1. Ah ja, jetzt. Ja, das könnte man eigentlich auch anmachen. So, und dabei hoffen, dass ich mir keine der Motoren abschieße. Das habe ich schon mal geschafft. Also diese kleinen Nebengeräusche, das, was man immer wieder hört, das ist, glaube ich, neu. Ja, ich glaube, das habe ich vorher nicht gehört. Vielleicht war da noch irgendwie eine nette Rangieraufgabe für die 09. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. Weißt du was? Wir haben ein bisschen Schmack ist. Ja, klingt schon cool. So. Oh, ein bisschen bremsen hier. Das ist eine giftige Bremse. Oder das da hinten wiegt einfach nichts. So, jetzt aufmachen. Pfeife hier drin. Na, ja, beides mal. Ja, kann man gelten lassen. Einfach nur, weil ich neu... Ja, komm jetzt da nicht dran, ne? Nee. Das Ding ist, wenn ich jetzt bei der aufstehe, da gibt es eine Notbremse. Das will ich jetzt nicht.
Ja, doch, auch hier. Landschaft. Sieht gut aus. Da fährt man doch gern, wenn es hier so aussieht. Sie können ja schon, wenn sie wollen. Ja gut, ja, die Strecke ist ein bisschen ein schlechtes Beispiel, dass die Ladebuckler besser sind. Ich meine, wir sind so langsam unterwegs. Dauert das Spiel genug Zeit zum Laden. Mal gucken, ob sich da der Sound irgendwie verändert hier. Naja, habe ich jetzt nicht sehr viel davon gemerkt. Ja, zumachen. Schade, dass ich... Kann die es nicht umgehen. Gemein, wenn die Lok so eine Anti-Blödsinn-Mach-Funktion drin hat. Meilen. Dann hat man den Kollegen dann sehen, auf dem anderen Gleis. Solarpark? Naja, Tatsache. Modern hier. Also Balkonkraftwerk habe ich mir auch schon mal überlegt, aber bin ich noch nicht so ganz davon überzeugt, dass sich das wirklich rechnet. Die Stromkosten aktuell sind jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, wir haben jetzt eine mittelgroße Wohnung, würde ich jetzt mal behaupten, sind zu zweit. Und pro Quartal sind es, ich glaube, irgendwas zwischen 350 und 360 Franken. Also de facto das gleiche in Euro. Ja, für ein ganzes Quartal ist, finde ich jetzt nicht so schlecht. Und sind jetzt nicht ultra sparsam unterwegs. Wir sind auch meistens immer zwei Rechner am Laufen. Das ist drei, wenn ich jetzt meinen Renderrechner mit dazu rechne. Ja. Könnte schlimmer sein. Mit einfach die Kosten, was man halt initial zahlen muss, ein bisschen zu hoch. Bis zu dem Punkt, wo sich das mal rechnen wird. Da kriegen wir ein zweites Gleis hin, so wie es aussieht. Und da unten steht ein Kollege. Der wartet auf seinen Einsatz. Södele, ich glaube, ich bleibe hier beim Bahnsteig stehen. Ich will es vermeiden, dass das Spiel wieder meint, oh ja, Ende von der Szenerie und haut mich wieder raus. Zödele. Das, was wir machen, ist die Motoren aus. Nur, was mich interessiert. Achso, warte mal. Falsche Stellung. Ah, da kann ich wieder starten, wenn ich denn wollen würde. Okay. Also einen kleinen Bug unten gehabt. So, große Baustelle. Moin, Kollege. So, mal kurz orientieren. Wir müssen eigentlich nur...
Ah, vermutlich kann man das hier unten auch befahren, dass da die Züge wenden. Ja, fahren dann vielleicht zuerst hier rein. Oder hätten wir vielleicht doch bis nach da vorne fahren können? Von da vorne rein, dann hinten, so wieder raus. Weiß man nicht. Ich laufe da jetzt erstmal hin. Das ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich mit der Lok alleine. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ja, wobei... Da ist schon das andere Gleis. Ja, Stopptafel. Zu unserer Marke. Da geht's in die andere Richtung. Zielefeld Signale. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt da. Und da unten, das wäre die Hauptstrecke. Da können wir garantiert nicht drauf fahren. Das ist einfach nur für den KI-Verkehr hier. Und da lässt uns das Spiel auch gar nicht hin. Das wäre natürlich irgendwie geil gewesen, wenn da ein HSD vorbeigerauscht wäre. Aber hier raus kann ich noch. Ja, wow. Also hier kann ich auf die Hauptstrecke rausgehen. Ist da unten noch irgendwie was Interessantes? Lass mich raten, das ist ja nochmal mit Signaler. Ja, klar. Einmal anrufen, damit da die Volunteers Bescheid wissen, dass ein Zug reinkommt. Ja, ich glaube, da wird es dann jetzt nicht mehr so spannend. Jetzt ist auch das Wetter schlecht. Ja, okay. Dann haben wir das gesehen. Also hier ein bisschen neue Strecke. Also mehr so für die Optik, dass hier ein bisschen was los ist. Und dass wir hier den Anschluss haben. Grundsätzlich muss ich sagen, bin ich von dem Update gut angetan. Ich meine, wir haben jetzt nicht alle Loks angeguckt. Ich meine, wir könnten uns... Ja, warte mal. Das war doch jetzt die... Ich muss mir das schnell mal angucken. Das war die 09. Okay. Wir können uns die dort mal schnell angucken. 09. Nehmen wir mal Leerlokomotive. Die ich dann jetzt bauen lassen kann. Leicht auf dem Stumpfgleis da unten. Einfach nur, damit wir sie einmal gehört haben. Na? Ah ja, hier geht's. So, X. Ah, das ist auch eine schöne Lackierung. Das ist der, Das glaube ich könnte neu sein. Ist was? Wir fahren mal eine kleine Strucke. Nö, gar nicht. Okay. So, Tür auf. Einmal rein hier. So, wie war das? Vorwärts. Lösen. Boah, ich bin hier schon länger nicht mehr gefahren. Warte mal, da musste man doch mehr machen, oder nicht? Das wäre schon mal die Pfeife gewesen. Da gab es doch noch irgendwo was. Ich habe das so im Hinterkopf noch drin. Hackbremse ist auch gelöst. Was kein aktiver Zug ist. Möchte der Zug jetzt von Freedom Service verlassen und stattdessen dieses Ver. Ja. Okay, was macht der andere jetzt? Gar nichts, I guess. So. Achso, da. Abgriff. Jetzt auf.
das Wetter. Merke ich jetzt keinen so großen Unterschied. Aber klingt trotzdem nicht schlecht. Ja, das ist ein Side-by-Side-Vergleich noch ganz gut. Anhalten. Ja, also bei der merke ich jetzt am wenigsten. Aber bei den anderen, also kleinere Details, Horn ist auch okay. Sieht gut aus. Ja, ich denke mal, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, was Dark Tide Games da macht. Wollen wir mal wieder löschen, dann ist wieder ruhig hier. Gern mehr davon und mal schauen, wie Teil 2 von dem Update sein wird. Schauen wir uns das dann nochmal an und vor allem bin ich dann auf den Consist Planner dann gespannt. Und den werde ich dann definitiv auch einsetzen. Ja, was ist eure Meinung zum Update? Lasst es mir gerne wissen in den Kommentaren und dann würde ich sagen, bis bald und gute Fahrt in Transim World. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.